eine Begebenheit war ganz lustig, da war ich in Ostdeutschland zu Besuch, in einer kleinen Grundschule auf dem Dorf, in der Klasse. Und ein Junge fragte mich ganz gespannt: Mensch, Barbara, was hast du denn für ein Auto mit? Was willst du uns denn zeigen? Und ich sagte: Ja, kannst du ja gleich draußen gucken und dann raten, was es für eins ist. Und er war so neugierig und gespannt und sagte: Ach komm, sag doch bitte den Anfangsbuchstaben. Und ich sagte: Ja, so ein T halt. Und er so: Oh, ist das ein Trabi? An einem Sternsingertag in Lüdenscheid, da war es ganz lustig, da habe ich einem Jungen das Auto gezeigt und ihm auch ein Bild gezeigt, das in Tansania aufgenommen wurde, wo die Moskitonetze blau waren. Und ich fragte: Mensch, weißt du denn, warum die Moskitonetze hier auf dem Bild blau sind und nicht so wie mein Netz am Auto weiß? Und er sagte aus reinster Überzeugung einfach: Na, wegen Schalke. Ich habe nämlich einmal bei einem Freund übernachtet, der allerdings nur eine Isomatte da hatte. Und in der ersten Nacht bei ihm habe ich auf der Isomatte gepennt, was dann ja schon ein bisschen hart war. Und in der zweiten Nacht dachte ich mir: Boah, Barbara, du bist auch blöd, du hast eine Trage im Auto. Habe sie mit ins Haus genommen und habe tatsächlich auf der Trage übernachtet. Es war sehr bequem, muss ich sagen. Also, auch wenn die nicht danach aussieht, eine wunderbar bequeme Trage. Passend zu Weihnachten habe ich in Papenburg als Dankeschön einen kleinen Tannenbaumsetzling bekommen. Das war total schön, weil es kurz vor Weihnachten war und ich dann auch so ein bisschen Tannengeruch einfach im Auto mit drin hatte und mich schon wirklich auf Weihnachten so freuen konnte. Das war total süß. In Bad Nauheim, da war ich an einem Stadttor, wo Elvis stationiert war. Also Elvis war in Bad Nauheim stationiert und hat vor diesem Stadttor sein erstes Plattencover fotografieren lassen quasi. Das wusste ich auch nicht. Zufällig habe ich in Erfurt einmal jemanden getroffen, der ein Freund war von dem Leiter vom Krankenhaus, von dem Tembo-Krankenhaus. Und der hat sich, erstmal war er total überrascht, da plötzlich auch zufällig den Krankenwagen zu sehen. Und dann las er noch Tembo-Krankenhaus und kam mit mir ins Gespräch und sagte: Ja, ich kenne den, der das da leitet. Und Mensch, das ist ja toll, dass der hier ist. Da freut er sich bestimmt und oh, da will ich jetzt am liebsten noch ein Foto machen. Jetzt habe ich aber kein Fotoapparat mit, konnte ich ihm aber noch schnell ein Foto machen und der war auch ganz begeistert. Und auf diesem Adventsmarkt hatte die Pfarrgemeinde extra einen Afrikaner engagiert, der mit seinen Trommeln dabei saß und die Sternsinger haben sich halbstündig abgewechselt, die dann in Sternsinger-Kluft daherkamen und mit mir am Krankenwagen standen. Das war total nett, weil irgendwie dieser Trommler alle möglichen Menschen angezogen hat, trotz des schlechten Wetters. Und die Sternsinger auch so ein Magnet waren für andere Kinder. Das war eine tolle Idee gewesen. Als erstes hieß es natürlich, dass das Auto gewaschen werden muss. Das soll ja nicht dreckig im Kanzleramt stehen. Dafür fuhr ich dann in eine Tiefgarage rein. Die haben ja eine eigene Waschanlage und ich war schon überrascht, als ich dann die Farben von den Bürsten sah. Die waren nämlich wirklich schwarz-rot-gelb. Also das war einfach cool. Dann ging es darum, das Auto in das Kanzleramt reinzufahren. Das war auch so eine Story für sich, weil wir bis dahin nie ganz wussten, oh, passt das denn auch von der Höhe so richtig? Als ich dann auf diesen riesigen Platz vor die Ehrenpforte gefahren bin, musste ich wieder schmunzeln, weil wirklich rechts und links neben der Ehrenpforte nur Männer rumstanden. Bestimmt 10, 12 Männer, die alle erstaunt darüber waren, dass ich jetzt in diesem riesen Auto sitze. Ich bin dann bis zum Rotlicht ungefähr reingefahren. Und dann hieß es vorne: Oh, das sieht aber schon eng aus. Und hinten: Oh, das sieht auch eng aus. Dann haben sich einfach hinten ein paar Männer hinten draufgestellt und dann sank das Auto ein bisschen runter. Und ich konnte fix durchfahren und es ist alles gut gegangen. Es war sehr, sehr knapp, wirklich sehr, sehr knapp. Aber es hat funktioniert.